Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bitwig-Tutorial. In dieser Folge geht es um die Remote Controls. Was das genau ist und wie ihr die nutzen könnt, das erkläre ich euch jetzt. Legen wir los. So, ich habe hier einfach mal ein leeres Projekt geladen und ich will euch ja die Remote Controls zeigen und dazu lade ich jetzt einfach mal einen Polysynth. Wenn ich den richtig schreibe. So, den Inspektor schalten wir mal weg hier unten links. So, den brauchen wir nicht. So, und das ist die Standardversion von dem Polysynth. Und hier unten links ist das Symbol, sieht man auch schön in der Statusleiste für die Remote Controls. Und da klicke ich jetzt drauf und dann gehen die Remote Controls auf, also die Fernsteuerung. So, und so eine. Ich nenne das jetzt einfach mit dem englischen Begriff Remote Controls. Die sind immer in solchen Pages, in Seiten eingeteilt. So, und auf dieser Seite sehe ich dann bestimmte Regler. Mit diesen Reglern kann ich Parameter in dem Instrument verändern. Hier, wenn ich hier drehe, sieht man, wie sich der Parameter Sync ändert und schön in dem Display sieht man auch, dass sich was bewegt. Und genauso mit dem Unison zum Beispiel oder dem Panning von dem Parameter. Doppelklick auf den Parameter und er geht wieder in die Ausgangsposition zurück. So. Und was jetzt noch auffällt, ist zum Beispiel, dass diese Regler solche Dreiecke hier haben, unterschiedlich farbige Dreiecke. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Clou von diesen Remote Control Pages. Nämlich, wenn ich jetzt hier diese Dreiecke hier sehe, bedeutet das, dass ich ein MIDI oder ein Gerät angeschlossen, ein Keyboard angeschlossen hat, das Regler hat, womit ich diese Remote Controls, diese Fernsteuerungen fernsteuern kann. Und zwar habe ich jetzt hier einen Ableton Push 2 Controller angeschlossen und ich blende jetzt einfach mal, machen wir das mal so, ich blende jetzt einfach mal das Display von dem Push Controller ein, damit ihr sehen könnt, was da passiert. Und standardmäßig sehe ich das mit Hilfe von dem Skript von dem Jürgen Moosgraber und sehe jetzt hier mein Mixer. So. Und ich sehe aber auch den allerersten Eintrag und da steht jetzt Polysynth drauf. Und wenn ich in diesen Polysynth reingehe und jetzt achtet mal hier unten, seht ihr, dass bei diesen Fernsteuerungen, bei diesen Remote Controls gar nicht mehr diese Dreiecke da sind. Klicke ich jetzt hier aber auf den Polysynth, dann geht der quasi auf die Remote Control Device Pages drauf. Und ich sehe jetzt anhand von diesen Dreiecken, von diesen farbigen Dreiecken, dass die Regler hier aktiv sind. Und die Regler sind deshalb aktiv, weil zwischen diesen Remote Controls, zwischen diesen Reglern und dem Keyboard werden jetzt sogenannte Kontrollnachrichten hin und her geschickt. Die nennen sich Control Change Nachrichten. Die sind im MIDI-Format standardisiert oder definiert. Und es gibt auch so einen Standard bei MIDI-Controllern, dass bestimmte Regler, wie jetzt zum Beispiel hier definiert sind, eine bestimmte Nummerierung von Control Change Nachrichten haben. Das heißt, bestimmte Regler schicken bestimmte Nummern. Und um das jetzt mal gleich praktisch zu machen, diese 8 Regler, die man hier sieht, die sind den Standard-Nachrichten, den Standard-CCs, also Control Changes, heißen ja diese Nachrichten, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Also von 0 bis 27 macht 8 Schritte zugeordnet. Und diese Regler, diese Hardware-Regler auf meinem Push, die sind eben auch diesen Control Changes zugeordnet. Deshalb sind die automatisch, wenn ich hier was drehe, sieht man, wie sich dann die entsprechenden Regler dann auch drehen. Und wenn ich diese Device Pages umschalte,
Was ich machen kann, zum Beispiel, wenn ich hier oben drauf klicke, dann kriege ich die Übersicht der ganzen Device-Pages und kann jetzt zum Beispiel auf die Mixer-Page rüberschalten. Dann habe ich hier wieder definierte Regler und diese Regler sind wieder genau den gleichen Drehreglern zugeordnet. Das heißt, ich kann einfach hier mit den Remote Control Pages kann ich mir unterschiedliche Belegungen dieser Regler zuordnen. Und ich sehe das auch schön auf meinem Display hier. Wenn ich jetzt wieder auf den Oszillator 1 gehe, ändert sich auch das Display oben. Und ich kann jetzt am Oszillator 1 rumschrauben. Oder wenn ich jetzt hier wieder auf den Mixer gehe, kann ich jetzt zum Beispiel den Mixer umschalten. Dann sieht man an dem Display, wie sich der Balken hin und her bewegt und auch vom Bildschirm, wie sich die Fernsteuerung, der Remote Control bewegt und der entsprechende Regler hier auf der rechten Seite. Die sind dann miteinander verbunden. Also die drei sind im Prinzip miteinander verbunden. Der Parameter ist mit dieser Fernsteuerung verbunden und die Fernsteuerung ist mit der Hardware verbunden quasi. So. Und das sieht man eben, dass das aktiv ist, zum einen auf der Seite an diesen Dreiecken und an den Parametern selber, dass da auch Dreiecke sind. Und man sieht halt auch schön, welcher Parameter mit welchem, welcher, Entschuldigung, welche Fernsteuerung, welche Remote Control mit welchem Parameter versehen ist anhand von der farblichen Markierung. Ne? Hier so rot, orange, gelb und so weiter sehe ich dann, okay. Die sind hier damit verbunden. So, ich kann diese ganzen Parameter oder die ganzen Remote Controls auch nochmal ändern, wenn ich hier auf den Werkzeugschlüssel klicke. Und dann öffnet sich mir das der Remote Controls Editor. Und der Remote Controls Editor ist in zwei Sektionen unterteilt. Zum einen in die Preset Pages, da kommen wir gleich dazu. Und einmal in die Device Pages. Und die Device Pages ist auch das, was ich hier sehe. Wenn ich hier zum Beispiel Mix hier unten sehe, Mix Device Page. Ne? Das sind hier diese Device Pages. Wenn ich das aufklappe, sehe ich hier Oszillator 1, den sehe ich hier oben. Dann hier Oszillator 2 kommt gleich danach. Der Mix kommt dann auf der rechten Seite hier, Filter noch weiter rechts, Filter. Envelope Generator noch weiter rechts. So, das sind die verschiedenen Pages, die hier angelegt worden sind. Die hat ja Bitwig schon quasi vorangelegt für die Bitwig Devices. Die kann ich jetzt hier ändern. Ich kann hier die Sachen anpacken und rumschieben, wie ich will. Ich lasse das jetzt aber mal. Ich kann die ganzen Pages hier rumschieben und umsortieren. Ich mache jetzt erst Oszillator 2 und dann Oszillator 1, wenn es denn sein muss. Ich schiebe den lieber mal wieder zurück. Ich habe das so schon ganz gerne. Oder ich kann eben hier über das Plus eine eigene Device-Page anlegen. Und dann heißt sie automatisch Page 9 und ich habe freie Slots hier quasi. Und die sehe ich dann hier auch nochmal hier unten links. Sehe ich dann auch nochmal die freien Slots und hier Page 9. Page 9 ist jetzt nicht unbedingt ein schöner Name, deshalb mache ich einen Doppelklick hier auf Page 9, dann kann ich das bearbeiten und schreibe dann einfach zum Beispiel Live Perform rein. So. Und wie ihr vielleicht seht und vorhin nicht gesehen habt, weil das Fenster im Weg war und ich habe irgendwie wieder was rumgezeigt. Ich mache das Fenster gerade noch mal ganz kurz weg. Hier oben, so, runter. Hier, was ich vorhin so schön gezeigt habe, die verschiedenen Oszillatoren, Mix- und Filter-EEG, die man dann halt einfach auch hier sieht und man diese Pages quasi noch mal umsortieren kann durch Drag and Drop. So, jetzt habe ich hier diese Live-Perform-Seite angelegt und hier sind die ganzen Fernsteuerungen frei. Und ich kann die jetzt ganz einfach zuordnen, entweder dass ich hier klicke oder hier klicke, das ist genau dasselbe. Klicke hier drauf und sage, ich will den Filter hier verändern und dann sehe ich, wenn ich mein Displayfenster wieder einblende, ich habe als erstes hier so einen Filter drin.
Und ich will die Filterresonanz noch mit reinnehmen und dann habe ich die Filterresonanz hier drin. So, und das Ganze kann ich hier auch nochmal doppelklicken und kann zum Beispiel Filter so reinschreiben, dann steht das auch in meinem Display drin. Und bei Resonance kann ich zum Beispiel FLT Reso reinschreiben, da weiß ich, Filterresonanz. Und es steht da dann auch entsprechend in meinem Display hier oben drin. So, und dann kann ich die natürlich dann auch gleich benutzen. So. Und ich mache den hier jetzt erstmal wieder weg. Und jetzt gibt es hier oben noch die Preset-Pages. Und rechts neben den Preset-Pages steht auch nochmal nebendran geschrieben, dass diese Pages, die ich hier definiere, werden nur in diesem Preset gespeichert, das ich gerade erstelle. Ich muss das hier wegmachen. So. Also alles, was ich hier, wenn ich jetzt so eine neue Seite sieht genau gleich aus wie alle anderen definiere, dann wird die nur in diesem Preset gespeichert. Also sprich, wenn ich jetzt hier so einen Alpenhorn designe und mir nachher hier unten links mit der Maus sage Save Preset to Library, dann wird diese Preset Page in dem Preset gespeichert. Macht ja auch Sinn. Eine Preset-Page in einem Preset. Das heißt, ich könnte jetzt sagen, okay, für das Alpenhorn brauche ich jetzt irgendwie so ein paar Parameter, wie ich muss hier den Mix zwischen den Oszillatoren, der ist wichtig, den brauche ich bei einer Live-Performance zum Beispiel, oder möchte ich einfach im schnellen Zugriff haben, wenn ich das Preset lade, dann möchte ich den Drive noch haben, weil auf der Alm ist Drive wichtig und sagen wir mal, nehmen wir noch hier, ach komm, Filter und Filterresonanz ist noch wichtig und das lassen wir jetzt einfach mal so. So, das heißt, ich speichere mein Preset als Alpenhorn ab und habe dann hier meine Perform-Seite oder ich mache dann Doppelklick wieder drauf und nenne das Alpenperform. So. Und jetzt habe ich auch hier unten schon mal stehen mein Alpenperform, meine Alpenperform Preset Page hier in diesem unteren Bereich. Und wie gesagt, nochmal, die Preset Pages werden nur in Presets abgespeichert. Wenn ich das Gerät jetzt hier rausnehme, habe nichts gespeichert, nehme das neu rein, habe ich mein Alpenperform nicht mehr. Im Gegensatz zu den Device Pages. Da steht ja auch nochmal, diese Pages, diese Seiten werden für alle Instanzen dieses Devices gespeichert. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwas verändere oder ich füge eine Seite hinzu, Hallo Welt zum Beispiel, wieso mache ich immer so, Hallo Welt und füge jetzt irgendwelche wilden Sachen dazu? Klicke Save und Apply hier oben rechts oder mache zu, dann fragt er mich nochmal. Nehme jetzt den Polysynth raus, hole mir jetzt eine neue Instanz von Polysynth rein, gehe in meine Fernsteuerung, klappe den auf und habe hier unten mein Hallo Welt. So, das habe ich jetzt in jeder Instanz meines Polysynths. Kann natürlich auch wieder hingehen und kann den hier auf der rechten Seite einfach wieder rauslöschen. Wenn ich hier oben draufklicke, kommt die Abfrage, es ist nicht abgespeichert, willst du es speichern? Sage ich ja und dann ist es gespeichert, das heißt, ich mache den Polysynth hier wieder weg, lade mir einen frischen Polysynth rein, gehe in die Remote Control Pages, ruf mir die auf oder lasse mir hier anzeigen und ich habe kein Hallo Welt mehr. So. Dafür die Bitwig-Devices ja diese Remote-Control-Pages ja schon existieren, ist es vielleicht für den einen oder anderen jetzt nicht wahnsinnig interessant oder weiß jetzt nicht. Ich finde allerdings die Option, dass man sich zusätzliche Seiten hier definieren kann, ziemlich klasse, weil ich dann doch mit einem Keyboard oder mit dem Push halt relativ da mit rumspiele, während ich spiele. Und das ist dann ganz gut, je nach Device, dass ich so meine persönlichen Favoriten, die ich am liebsten benutze, wie Filter
Oder halt beim Polysynth den Sync oder irgendwie andere Pitch-Shape, was man da halt gerne am meisten rumdreht, das kriegt man ja im Laufe der Zeit raus, dass ich das direkt im Zugriff auf eine oder zwei Pages habe und vielleicht nicht ständig zwischen den Pages hin und her schalte. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, sich das als User-Page auf der Push anlegen zu lassen. Aber das ist dann auch nur wieder in dem Projekt gespeichert und nicht in dem Instrument. Wieder eine andere Sache, zu den User-Pages habe ich auch ein eigenes Tutorial gemacht. Das blende ich auch ein und verlinke es auch nochmal in der Beschreibung. So, wo das jetzt aber ziemlich interessant wird, machen wir jetzt einfach mal den Polysynth hier weg. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein VST reinlade. Und jetzt nehme ich einfach mal den Vital Synth. So, und wenn ich den reinlade, habe ich hier diesen Vital Synth. Und machen wir den hier mal zu. Und der sieht ja relativ unspektakulär hier aus. Der hat ja nicht wirklich eine schöne Oberfläche. Ich komme zwar an alle Regler hier ran und der hat eine ganze Menge davon, aber kann hier noch mit der Suche weitermachen. Wenn ich jetzt irgendwie Filter suche, dann finde ich irgendwelche Sachen mit Filter und alles ist schön. Aber ich kann hier auch die Remote Controls aufrufen und sehe dann, okay, die sind ja alle leer. Aber ich kann mir die ja hier anlegen. Und jetzt kann ich zum Beispiel mir sagen, ich möchte generell, wenn ich mir den Vital aufrufe, möchte ich mir eine Device Page anlegen und die nenne ich jetzt, weiß ich noch nicht. Ich gucke mir den Vital jetzt nochmal an, da rufe ich mir den nochmal auf. Oh, den vielleicht gerade mal, was haben wir denn? Auf 100% ist vielleicht gerade besser. So. Und was man so standardmäßig immer ganz gerne hat, ist ja bei einem Synth. Sind hier auf Voice und wir können zum Beispiel einfach die Lautstärke nehmen. Jetzt kann ich einfach hier drauf klicken und hier auf die Lautstärke klicken und dann habe ich automatisch Volume verbunden. Einfach direkt, dass ich hier drauf klicke. Ich kann das auch anders machen, wenn das nicht funktionieren sollte aus irgendeinem Grund. Kann ich hier zum Beispiel, nehmen wir jetzt hier mal den Level, klicke ich hier auf Level und dann wählt ja Bitwig automatisch hier unten Level aus. Und dann kann ich das hier zuordnen. Zum Beispiel. Und das Spiel kann ich jetzt einfach hier weitermachen. Und jetzt nehmen wir vielleicht noch einen. Was nehmen wir denn hier? Ja. Nehmen wir hier jetzt den hier noch. So. Und jetzt habe ich ein paar Regler Parametern zugeordnet und bin jetzt hier wieder in meinem Remote Controls Editor. Wenn ich da nicht drin bin, muss ich da halt wieder reingehen. Ich habe die hier zugeordnet, aber noch nicht gespeichert. Und jetzt kann ich jetzt zum Beispiel sagen, okay, Page 1, wie nennen wir das Ding vielleicht einfach mal Main? Und können jetzt zum Beispiel hier unten noch Vital eingeben als Tag. Enter macht einen Tag draus und vielleicht noch VST. Wird alles hier klein geschrieben. Automatisch. Kann man gar nicht groß schreiben. So, und wenn ich jetzt Save and Apply mache, dann habe ich für meinen Vital Synth diese Device Page gespeichert. Und ich kann jetzt, wenn ich mache jetzt gerade mal hier den Control Editor zu. Und wenn ich jetzt mein Display von dem Push 2 einblende und ich gehe jetzt in den Vital rein, gehe da rein, dann sehe ich diese Parameter, die ich dazu geordnet habe. Das heißt, ich kann dann über entweder so einen Gerät wie das Push 2 oder andere MIDI-Keyboards, kann ich dann die Pages den Reglern zuordnen und habe die immer in jeder Instanz, die ich lade und kann mich darauf verlassen, okay, ich kriege das angezeigt, ich könnte das jetzt hier auch wechseln, wenn ich hier nochmal reingehe und vielleicht gleich mal noch eine neue Seite anlege.
Das sieht man gleich oben im Display, neue Seite, und die nenne ich jetzt einfach mal Filter, egal ob das jetzt stimmt oder nicht. Und nehme mir jetzt mal hier den hier raus, schalte hier mal die Filter an zum Beispiel und mappe jetzt wild irgendwas von den Filtern hier rein. Klick einfach mal so wild drauf los, dass das alles. So, den Drive, den Mix und das Keytracking. Und dann erstelle ich mir noch eine Page und die nenne ich jetzt Filter 2. Zum Beispiel sieht man auch wieder oben im Display von dem Push. Und den Filter 2 map ich jetzt auch wieder hier wild durch die Gegend. So, Drive, Mix, Keytracking. Jetzt habe ich ein paar Sachen anders gemacht, aber vielleicht will ich ja genau in diesem Filter ein paar Sachen anders haben und kann jetzt einfach auf dem Display selber direkt zwischen den Pages umschalten und habe dann immer meine 8 Regler, Standardregler, immer auf den entsprechenden Position, wo ich auch im Display sehe oder halt an meinem Keyboard, wo die Regler sind, weiß ich ganz genau, okay, der erste hier, der Volume, der ist hier, der zweite Regler im Display oder in der Control Page ist dann hier, ups, das war der dritte, der zweite ist hier dieser Oszillator, der dritte dieser Oszillator oder bei den Filtern halt entsprechend, ich sagen kann Filter 2 hier. Oder der Filter hier und kann die dann direkt bewegen. Und hups, und wie gesagt, das Ganze wird dann abgespeichert, wenn ich das jetzt abspeichere, in jeder neuen Instanz gespeichert. Ich lösche den mal raus und ziehe mir einen neuen weiter rein. Und mache den jetzt hier erstmal klein und öffne die Device Pages und sehe gleich, ich habe mein Main, mein Filter 2 und habe die gleich auf meinem Display von meinem Controller, beziehungsweise wenn es kein Display gibt, direkt auf meine Regler definiert und kann mich darauf verlassen. So, ich glaube, das war es jetzt schon. Ich gucke jetzt gerade nochmal in meinen Notizen. Aber das war es eigentlich auch schon wieder, genau. Und ich hoffe, ihr konntet da so ein bisschen was mitnehmen und vielleicht auch für euch so ein bisschen die Remote Control Pages entdecken. Die sind wirklich sehr, sehr nützlich, wenn man mal so eine Weile mit rumspielt und auch mit den verschiedenen Instrumenten und weiß so ungefähr, das sind so meine Lieblingsparameter, an denen ich gerne rumschraube und rumdrehe. Oder ich experimentiere einfach mal rum und pack die mal alle auf meine 8 Regler, so dass ich die einfach schneller im Zugriff habe bei jeder Instanz, die ich öffne. Dafür macht das wahnsinnig viel Sinn und eben auch für die VSTs, die so eine Belegung nicht haben, macht das natürlich auch eine ganze Menge Sinn. Man kann natürlich auch, das hätte ich jetzt beinahe vergessen, man kann natürlich auch zu den VSTs zum Beispiel oder zu den Bitwig-eigenen auch nochmal Makros mappen. Ups, Makros richtig schreiben, wenn ich jetzt hier ein Makro mappe, um verschiedene Parameter gleichzeitig zu ändern und dieses Makro dann auf eine Fernsteuerung, auf einen Remote Control auch nochmal verbinden. Das heißt, ich würde jetzt hier irgendwelche Parameter verändern mit diesem Makro und kann dann hier alle auf einmal verändern und könnte dann einfach hingehen und mappe dann das Makro hierhin. Ach so, ja, genau, das geht nämlich nicht, weil ich kann dieses Makro nicht auf eine Device-Page mappen, weil dieser Modulator ist ja nicht abhängig von dem Device in erster Linie, sondern abhängig von dem Preset. Das heißt, wenn ich so ein Mapping mache, wo ich Modulatoren,
die Parameter von einem VST verändern, muss ich mir eine Preset-Page anlegen. Ich nenne die jetzt gerade mal Modulator. So. Und die kann ich jetzt, da kann ich jetzt dieses Makro hinmappen und habe das dann auch. Vielleicht noch, man sieht ja in dieser Sektion von dem Remote Controls Editor, sieht man ja, dass die Preset Pages über den Device Pages sind. Und hier sieht man, auch nochmal, dass die Preset Pages über den Device Pages sind. Entsprechend sind zum Beispiel, wenn ich jetzt das Push Display wieder anschalte und in den Weiter reingehe, sind die Preset Pages immer an erster Stelle und danach kommen dann die Device Pages. Das ist vielleicht einfach noch so eine kleine Info, die nicht ganz unwichtig ist. Man würde selber drauf stoßen, weil man sieht es ja oder man sucht es ja dann, wo sind denn die entsprechenden Control Pages, beziehungsweise wenn man hier unten drauf klickt, sieht man ja sowieso nochmal die Reihenfolge. Das heißt, wenn ich jetzt hier nochmal eine Seite hinzupacke und nenne die jetzt einfach nochmal Filterei, dann sehe ich auf meinem Push der Modulator die Filterei und hier nochmal die Übersicht, dass der Modulator als erstes kommt, die Filterei als zweites und dann gehen die Device Pages los. So, das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein. Und wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal, wenn ihr es eh nicht schon habt. Teilt das Video weiter, wenn ihr es nützlich fandet und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Zeit. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.